die Ehe, das war im Prinzip das Lebensziel gewesen. Als das kaputt ging, das hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Komplett. Was gut war. Weil nur weil dieser Boden weg war, war ich gezwungen in diesem Moment komplett umzudenken. Komplett. Heute ist ein schöner Tag zum Laufen. Wirf deine Kleider auf den Haufen. Also die Scheidung war für mich die größte Krise, die ich erlebt habe. Das habe ich als schlimmstes Versagen empfunden. Aber man versöhnt sich eigentlich immer wieder und immer mehr damit aus. Und heute ist ein schöner Tag zum Tanzen. Tanze rauf aus deinem Loch. Ich wurde weder einsam, noch hat sich mein Mann um mich bemüht, mich zurückzubekommen. Also es ist, war ein trauriger Moment, auch das zu erkennen. Aber für mich war das Wichtigste einfach von wegen, es tut nicht weh, auch alleine zu sein. Es tut nicht weh, neue Menschen kennenzulernen. Und das neue Leben tut vor allem nicht weh. Schön, schön, schön ist der Tag. Alles ist gut. Scheidung heißt Scheitern. Doch vielen Geschiedenen gelingt ein glücklicher Neuanfang. Wie machen sie das? Wir haben drei Frauen begleitet auf ihrem Weg in ein neues Leben. Barbara Wegmann, 13 Jahre verheiratet, Mutter von zwei Kindern. Sie springt in ein Leben als glücklich Geschiedene. Also, was ich will, nochmal pur die Emotionen, die ich in der Trennung hatte, ne? So dieses Gefühl, boah, jetzt kracht alles zusammen. Das will ich nochmal spüren, so diese Angst, die da drin steckt. Bis zum Schluss hatte Barbara um die Beziehung gekämpft. Doch in der Eheberatung spürte sie, so kann es nicht weitergehen. Scheidung vor 5 Jahren. Nun will sie sich beweisen, dass sie ein neuer Mensch ist. Als wir dieses Gespräch hatten, dass sich jetzt was ändert, dass die Beziehung zu Ende ist, war es für mich wie ein Erstarren. Es war wie so... Dieses Gefühl, dieses Bodenlose und diese existenzielle Angst, nicht zu wissen, was jetzt passiert. Das ist der freie Fall nach der Trennung. Der hat nicht nur 50 Sekunden gedauert, der hat nicht nur einen Monat gedauert, der hat mindestens ein halbes Jahr gedauert. Es hat sich alles verändert. Es hat sich der Freundeskreis verändert. Ich habe meinen Mädchennamen wieder angenommen. Mein Job hat sich verändert. Ich habe andere Hobbys. Und jetzt habe ich so das Gefühl, bin ich in der Phase, mich neu zu erfinden, wie eine neue Identität erschaffen. Jetzt hatte ich ja jemanden dabei, die Sicherheit dabei. Und das Ganze sich jetzt noch mal trauen alleine. Ich sage, dann kann mich nichts mehr schocken. Dann habe ich, glaube ich, alles erlebt und dann habe ich keine Angst mehr, dann so das Gefühl zu haben, es kann passieren, was will. Ich rock einfach alles. Und dieses Gefühl, das will ich haben. Ich will einfach nie wieder Angst haben. In einer Woche will es die 49-jährige Barbara wagen. Wird sie ihre Angst wirklich überwinden und sich trauen, allein mit dem Fallschirm aus dem Flugzeug zu springen? Im Kloster Benedikt Beuern in Bayern findet ein Seminar für Alleinerziehende statt. Auch Christine Riedmann ist dabei. Sie ist seit 5 Jahren geschieden. In der tiefsten Krise hat sie sich zurückgezogen. Nun sucht sie wieder Kontakt zu anderen und nimmt sich eine Auszeit, zusammen mit ihrem Sohn Leon. Ja, also es ist für mich was ganz Besonderes, dass ich einfach Zeit für meinen Sohn habe, ohne irgendwie nebenher noch an andere Dinge denken muss. Und dass wir weg von zu Hause sind, vom Alltag, wo man die ganze Arbeit immer sieht, was man eigentlich machen sollte oder müsste. Und wir ganz unbeschwert hier unsere Zeit miteinander verbringen können, eine intensive Zeit. Spielerisch will Christine heute ihre Beziehung zu Sohn Leon stärken. Auch um seinetwillen hat sie 2 Jahre lang mit sich gerungen, bevor sie ihre Ehe beendet hat. Mein Ex-Mann hat mir 2 Jahre lang gesagt, ja, du kannst gehen, aber dein Sohn, der bleibt hier.
Und dann habe ich mich eben dazu entschlossen, dass ich, wir sind dann zuerst in ein Frauenhaus gegangen, haben uns den geschützten Raum gesucht, um dann erstmal zu verschnaufen und zu schauen, wie es weitergeht. Ich hätte sicher mehr das Gespräch mit meinem Ex-Mann suchen können. Aber ich sage mal so, Angst ist ein schlechter Berater und ich hatte einfach nur Angst, dass ich meinen Sohn verliere. Und deshalb habe ich eben das auf diesen Weg gemacht. Christine musste bei Null anfangen. Sie zog mit Sohn Leon zu ihrer Mutter nach Bayern, suchte sich eine neue Arbeit, eine neue Wohnung und neue Freunde. So schnell wie möglich wollte sie für sich und ihren Sohn ein neues Zuhause aufbauen. Wohin? Dann da lang. Okay. Ich mag gerne heute auch schon. Ja, aber bitte schieb mich nicht so. Geht's ein bisschen langsamer, Leon. Du gehst schon langsam. Ja, ich kann nicht schneller. Noch. Oh. Ja, drauf. Und weiter geht's. Und Vorsicht, es geht runter. Ja. Das war gar nicht so einfach, aber es war ein tolles Erlebnis und ja, ich vertraue meinem Sohn. Es war spannend. Also das Krisenhafte an der Scheidung war für mich, dass ich mich gefühlt habe, wenn ich eine Familie zerstört hätte. Dass ich meinem Kind den Vater weggenommen habe, das habe ich als schlimmstes Versagen empfunden. Du siehst überhaupt kein Land, du siehst keine Oase, du weißt nicht, wo es weitergeht, wenn man sich irgendwo in der Wüste verirrt. Hier im Kloster lernt Christine ihre Leistung als alleinerziehende Mutter zu schätzen. Ihr seid alles Meisterinnen und Meister, wenn es um die Sorge um eure Kinder geht. Die größere Herausforderung ist es fast, für sich selbst zu sorgen, sich selber in den Fokus zu nehmen. Letztendlich kommt es dem ganzen System zugute, also dann auch wieder euren Kindern. Zeit für sich selbst? Christine wollte nach der Trennung ganz allein klarkommen. Dann ein Burnout. Mühsam hat sie gelernt, ihre eigenen Bedürfnisse ernst zu nehmen. Im Norden von Deutschland. Am Amtsgericht in Ahrensburg werden jeden Tag Ehen geschieden. In der Regel dauert das rund 10 Minuten. Doch wenn die Eltern sich um die Kinder streiten, gibt es oft Krieg. Inga Jensen-Buchholz ist hier Familienrichterin. Zu ihr kommen Eltern, die sich außergerichtlich nicht einigen können. Das sind alles einzelne Fälle, die Scheidung, Sorge, Umgang, Unterhalt betreffen. Das sind nicht alles meine. Wir sind ja mehrere Familienrichter, aber mir gehören sozusagen viele davon. Und diese Verfahren sind alle abgeschlossen. 2006 wurde hier das Modellprojekt Ahrensburger Praxis entwickelt. Konsens statt Konflikt. Richterin Inga Jensen-Buchholz hilft den Eltern, eine gemeinsame Lösung für die Kinder zu finden. Also Eltern, die sich getrennt haben, befinden sich in einer Ausnahmesituation. Es besteht meistens die Angst, eben nicht einfach aus dem Leben der Kinder zu verschwinden und nicht mehr daran teilhaben zu dürfen, was die Entwicklung anbelangt. Die Freude, die Traurigkeit, alles das, was das Leben ausmacht. Nur gelingt es den Menschen eben häufig nicht, die Konflikte, die sie auf der Paarebene haben, nicht durchschlagen zu lassen auf die Elternebene. Sorge- und Umgangsverfahren müssen binnen eines Monats verhandelt werden. In Ahrensburg geschieht das sogar innerhalb von 2 Wochen. Das Umgangsverfahren, was ich heute noch zu verhandeln habe, da geht es um einen 13 Monate alten Jungen. Die Eltern haben sich in der Zwischenzeit getrennt und der Vater möchte einfach mehr Umgang haben als das, was zurzeit stattfindet, nämlich einmal in der Woche. Richterin Jensen-Buchholz weiß nicht, was sie erwartet. Wird sie den zerstrittenen Eltern helfen können, sich zu einigen? Ich kann Ihnen das nicht sagen, was dabei rauskommen wird. Ich hoffe, dass wir eine Lösung finden, die beide Eltern mittragen, weil wir brauchen beide, damit es gelingen kann. Und natürlich immer den Blick auf das Kind müssen wir behalten. Aber ich bin zuversichtlich. So, so. Ja, einmal hinein.
Die Herausforderung ist immer zu gucken, wer kommt wann zu Wort. Das Bedürfnis, etwas zu sagen, ist wahnsinnig groß, vor allen Dingen von den Menschen, die davon betroffen sind, nämlich die Eltern, die ja dann auch die Chance nutzen wollen, endlich mal das zu sagen, was sie schon immer dem anderen mal sagen wollten. Und trotzdem ist es ja meine Aufgabe, das zu lenken. Ich will nicht den Konflikt befeuern, sondern ich will den Weg daraus mit den Menschen gehen, damit sie sich wieder um ihre Kinder kümmern können. Nach 2 Stunden ist die Verhandlung vorbei. Wir sind noch nicht zu Ende gekommen. Es gibt aber eine Zwischenvereinbarung. Die Kontakte, so wie sie bisher stattgefunden haben in den letzten 6 Wochen, werden fortgeführt. Die Mutter verpflichtet sich, von den 60 Minuten jedenfalls die Hälfte anwesend zu sein, um einfach an den Ängsten zu arbeiten bzw. irgendwann auch mal diese Umgangskontakte mit zu begleiten. Halten sich die Eltern an die Vereinbarung oder müssen sie wieder vor Gericht? Das zeigt sich in den nächsten Wochen. In München. Die geschiedene Claudia Ring ist auf dem Weg zu ihrer Freundin Bianca. Für Claudia ist heute ein ganz besonderer Tag. Ich bin letztes Jahr geschieden worden und jetzt haben wir vor, mit ein paar Freundinnen von mir die Scheidungsparty zu machen. Ich weiß überhaupt noch nicht, was wir überhaupt planen wollen. Also deswegen haben wir da eine Profifrau auch engagiert. Geburtstag feiert man, aber wie eine Scheidungsparty man feiert, weiß nicht. Claudia war 12 Jahre lang verheiratet. In den ersten Ehejahren war sie glücklich, doch zum Schluss der Ehe war von Glück nichts mehr übrig. Auf ihrer Scheidungsparty will sie sich nun endgültig verabschieden. Von der Ehe und von ihrem Brautkleid. Ich habe schon mal mein Brautkleid mitgebracht, damit wir das nachher anschauen können. Können wir das eventuell aufhängen? Ja, klar. Ich möchte es eigentlich nicht aufgeben, weil es gefällt mir. Ich möchte es verändern. Also es soll der alte Zopf, das lange soll weg und es soll was Kurzes, sexy soll rauskommen, wenn es geht. Prost. Die Trennung kam, weil mir die Beziehung zu langweilig geworden ist. Also sie war mir zu monoton. Der Ablauf war immer gleich. Also Freitagabend zum Griechen, Samstag, Sonntag Ruhe, Montag ging es dann wieder los für ihn und ich im Grunde genommen Arbeit, Wohnung. Ich wollte nicht alt sein, nicht weil ich 40 war. Ich wollte noch nicht sterben, ich wollte nicht im Leisen dahin vegetieren. Hast du jetzt eigentlich schon eine Idee? Für ihren Mann zog Claudia aufs Land. Dort war sie einsam. Sie nahm 15 Kilo zu und schminkte sich nur noch selten. Ich denke, jetzt grün wäre bei dir auch ganz hübsch. Grün wird mir gut gefallen. Ich will damit das Zeichen setzen, von wegen, dass ich geschieden bin. Dass dieser Teil meines Lebens, den ich sehr gerne gehabt habe, aber so nicht mehr weitermachen konnte, beendet ist und jetzt ein neuer Teil meines Lebens beginnt, quasi das vierte Leben vor der Rente nochmal zu leben. Nochmal aufzublühen, nochmal Party zu machen, nochmal Freunde genießen, zurück im Leben und das mit Krawum. Die Planung übernimmt die Eventmanagerin Susanne Brunner. Seit 2004 organisiert sie auch Scheidungspartys. Mit wachsendem Erfolg. Das Brautkleid, könnten wir das verändern? Wäre es möglich, da etwas abzunehmen oder auch bemalen? Das heißt, es kann ein Graffiti-Sprüher kommen oder ist es dann eher zu viel? Nicht zu punkig. Okay. Also ein bisschen, ja. Dürfte man? Ja. Okay, schön. Schauen wir es uns einfach mal an und dann. Ein Kleid aus ihrem alten Leben. Heute macht Claudia Schluss mit den traurigen Erinnerungen. An den Trennungsabend kann ich mich noch ganz genau erinnern. Es war ein Freitag, es war mal wieder ein Grieche, den wir besucht haben. Und in mir kam auf einmal das Gefühl hoch auf dem Weg schon dorthin, heute. Schön, sieht gut aus. Passt, wie am ersten Tag. Zu Hilfe gekommen sind mir 2 Uso, die einen dann mutiger werden lassen. Und das Ambiente, ganz, ganz ehrlich. In einem Lokal wird keine Szene gemacht. Das Schlimme war dieses leise Weinen. So, jetzt dreh dich mal. Danke. Ich freue mich ja auf diese Party, ich freue mich auf dieses Loslassen, auf diesen Neubeginn. Aber es kommt die Emotion wieder hoch, von wegen nicht geschafft. Diese Ehe nicht vollzogen zu haben,
mit der Idee, die dahinter eigentlich war, mit dem Wunsch, der dahinter auch war, bis ins Alter. Bis das der Tod entscheidet. Eigentlich wollte Claudia nie heiraten. Aber bei ihrem Ex-Mann war sie sich sicher. Zunächst. Jetzt fühlt sie sich als Versagerin, weil ihre Ehe gescheitert ist. Welche Länge hattest du gedacht? So? Ja, das wäre so eine gute Länge. Jetzt setze ich den Schlussstrich. Und an der Party wird von den Damen geschnitten. Wird geschnitten. Genau. Da mache ich jetzt ein Herzl hin. Auch Barbara will raus aus den alten Kleidern. Für ihren glücklichen Neuanfang will sie sich etwas ganz Besonderes gönnen. In der Zeit meiner Ehe, da stand vor allem im Vordergrund, den anderen gut zu tun, meinen Kindern gut zu tun, meinem Mann alles am Laufen zu halten, das Haus am Laufen zu halten, arbeiten zu gehen. Und ich wollte halt alles richtig machen. Da habe ich gemerkt, dass es auch, man kann auch zu viel verheiratet sein und alles richtig machen wollen, das funktioniert nicht. Und es hat sich jetzt geändert, dass ich Stück für Stück daran arbeite, dass ich mir einfach viel mehr wert bin, dass ich viel mehr auch für mich tue. Und wo ich einfach mir einen Profi hole, mir hilft, genau meine innere Veränderung auch außen sichtbar zu machen. Und da bin ich total gespannt, wie das sein wird. Mit Hilfe der Styling-Beraterin Katharina Meyer will Barbara ihren Kleiderschrank ausmisten und ganz neu bestücken. Okay. Ich fange mal gerade da drüben an. Ja. Rollkragen, Rollkragen. Ziehst du das an? Oder mal so dran? Alles schalt, ja. Alles schalt, ja, okay. Du kannst auch gleich einen Stapel machen und sagen, weg. Im Prinzip sind diese Kleider wie ein altes Fotoalbum. Weil wir haben ja zu dem Pulli beim Skifahren, zu jedem kann ich jetzt eine Geschichte, also habe ich ein Bild im Kopf oder eine Geschichte im Kopf. Und jetzt gucke ich halt bewusst, welche Geschichten lasse ich auch einfach hinter mir, ne? Und deswegen dürfen jetzt so diese alten, vergilbten Bilder, die dürfen jetzt weg. Und jetzt dürfen, um dann wieder Platz zu haben, ein schönes leeres Album zu haben, Fotoalbum zu haben, um da neue, schöne Bilder reinzutun, ne? Genau. In ihrem alten Job als IT-Beraterin hat Barbara vor allem Blusen und Hosenanzüge getragen. Nach der Scheidung hat sie sich als Coach selbstständig gemacht. Neue Klamotten, neues Leben. Kann das funktionieren? Also ich erhoffe mir, dass ich heute Abend, wenn ich vor einen Spiegel trete, dass ich denke, yes, das bin ich. Damit fühle ich mich jetzt wohl und dass ich da gerne reinschaue. Ja, leg los mit dem Teil, was dir am besten gefällt. Ja, cool. Siehst du gut, oder? Ja. Ja. Magst du den mal da? Dann brauchst du im Prinzip nur mit dem Kopf durch. So. Wie findest du das? Das finde ich gut. Das finde ich gut. Stark. Ja, ja, ich finde es auch gerade zu der Jeans lässig. Hm. So ganz unkompliziert auch. Und das mag ich ja, ne? Fühlt sich frei an, fühlt sich locker an. Ich fühl mich auch besonders. Das ist so eine richtige Entdeckung, wo ich gesagt hatte, Schatzkiste auf, oh, was Schönes gefunden. Einen interessanten Kontrast. Das finde ich jetzt richtig gut. Lass uns das mal mit der Jeansjacke probieren. Ja, das ist gut, oder? Das ist super. Jeansjacke ist gut. Das ist cool. Das war ein ganz großartiger Tag für mich. Ich wollte ja auch so mein Selbstwertgefühl, das auch mal spüren. Und das habe ich heute richtig in Form von der Kleidung, habe ich es heute gespürt. Und das ist großartig. Und deswegen fühle ich mich, ja, so, ich habe mich ein Stück mehr selbst gern. Genau. Und das ist großartig. Neue Outfits für ein neues Leben. Ein Leben nach eigenen Regeln. Neue Regeln auch beim Familiengericht. In Ahrensburg sollen Scheidungseltern selbst eine Lösung für ihren Konflikt erarbeiten. Für viele anfangs unvorstellbar. Die Reaktionen von den Eltern sind natürlich vielschichtig. Aber ich glaube, dass wenn sie durch dieses Verfahren durch sind und gemerkt haben,
dass ihnen da nichts Schlimmes passiert ist, sondern dass wir uns auch um sie kümmern wollen, dass das schon entlastend wirkt. Wie bei den Eltern, deren Fall die Familienrichterin Inga Jensen-Buchholz vor 3 Wochen verhandelt hat. Die Eltern haben sich an die Vereinbarung gehalten und sich außergerichtlich geeinigt. Ich habe mittlerweile die Mitteilung bekommen, dass es keiner weiteren Anhörung bedarf. Wir können davon ausgehen, dass die Eltern im Grunde genommen erarbeiten konnten, wieder Eltern zu sein und ihren Konflikt, den sie auf der Paarebene haben oder hatten, jedenfalls von der Elternebene fernzuhalten. Und wenn ihnen das gelingt, dann brauchen sie mich nicht. Zurück in München. Heute findet ein Gottesdienst für geschiedene und getrennt Lebende statt. Auch Christine Riedmann will daran teilnehmen. Während ihrer Schulzeit auf einem katholischen Internat hat sie schlechte Erfahrungen mit der katholischen Kirche gemacht. Lange Zeit in meinem Leben hatte ich überhaupt kein Verhältnis zur Kirche und genauso gut auch keine Beziehung zu Gott, also keinen Gedanken dran gehabt. Funkstille, würde ich sagen. Erst in der Zeit ihrer Trennung und Scheidung hat sie wieder angefangen zu beten. Es ist eigentlich nichts anderes wie mit, wo geht man hin, wenn man Probleme hat und Schwierigkeiten? Man geht zu seinen Eltern. Was fängt man an zu tun, wenn man Probleme hat, in der Krise hat, wenn es einem schlecht geht? Man fängt an zu beten. Den Gottesdienst in Bezug auf meine Scheidung oder die Trennung empfinde ich als Versöhnungsgottesdienst. Ich denke, dass ich für mich noch mal herausfinden kann, wo ich gerade stehe, wo sind noch Verletzungen, was ist noch nicht so ganz, womit bin ich noch nicht so ganz im Reinen und dass ich das einfach auch darin noch mal auflösen kann oder auch bewusst machen kann. Ein Gottesdienst gegen Trennungsschmerz in der St. Markuskirche in München. Ein Team aus katholischen und evangelischen Pastoren und Seelsorgern hat ihn organisiert. Keine Selbstverständlichkeit. Geschiedene werden in der Kirche noch häufig stigmatisiert. Hier sind sie willkommen. Feuer hat etwas Warmes, was Helles, was auch anzieht, wo man sich niederlassen kann, wo man plötzlich einen Ort findet, wo man sich geborgen fühlt. Ein bisschen wie so ein Leuchtturm. Wenn ich weiß, wo das Licht ist, dann weiß ich, wo ich drauf zugehen kann. Seit 2011 findet so ein Gottesdienst in München 2-mal im Jahr statt. In der katholischen Kirche ist die Ehe unauflöslich. Doch das Kirchenrecht bleibt bei dieser Art von Andacht gewahrt. Denn es ist keine Eucharistiefeier. Wir hoffen natürlich mit dem Gottesdienst, dass die Menschen sich berührt fühlen, die herkommen. Es ist ja so, wir holen sie ja speziell in die Kirche rein und nicht irgendwo anders hin, dass wir sagen, ja, unter diesem Dach seid ihr willkommen. Und so soll es auch ausgehen, dass sie hinterher wirklich aufatmen können und sagen, ja, das hat mir was gebracht. Heute Abend steigt endlich Claudias Scheidungsparty. Das ist ihre Strategie, die Scheidung zu verarbeiten und das alte Leben hinter sich zu lassen. Ob sie das glücklicher macht? Jetzt geht's los. Gib meine schönen Seiten hervor. Nur, hast du gar keine andere. Oh, danke. Also das erste halbe Jahr war schon, wir haben ja überspitzt gesagt, mal austesten, kämpft er. Auch komme ich mit einem neuen Leben klar. Was passiert? Bekommt man Freunde mit auf dem Weg? Lernt man neue Freunde kennen? Sitzt man alleine in der Wohnung? Wird man einsam? Ist es das, was ich auch wirklich wollte, dieses neue Leben? Dann grün. Bleibst dabei? Mhm. Schon kräftiger, gell? Wie sonst? Ja, ja. Den Blick offen für alles. Offen für ein Leben als glücklich Geschiedene. Währenddessen bereitet Partyplanerin Susanne Brunner alles für den großen Abend vor. Ihr Bekanntenkreis fand die Scheidungspartys anfangs unmoralisch. Mittlerweile kann sie sich vor Aufträgen kaum retten. Ein neuer Markt für die geschäftstüchtige Eventmanagerin. Also die Scheidungspartys hat sich in den letzten 3 Jahren verdreifacht. Ich habe 2004 die erste Scheidungsparty von meiner Freundin gemacht. Ein Jahr später habe ich sie mit angeboten, dann war mal eine im Jahr und 2015 sind es monatlich an die 6 Scheidungspartys.
Nach der Trennung von ihrem Mann zog Claudia vom Land ins Zentrum von München und fühlte sich wieder lebendig. Ich wurde weder einsam, noch hat sich mein Mann um mich bemüht, mich zurückzubekommen. Also es ist, war ein trauriger Moment, auch das zu erkennen. Wobei ich es bis heute noch nicht so ganz begriffen habe, von wegen, warum man kampflos aufgibt. Aber für mich war das Wichtigste einfach von wegen, es tut nicht weh, auch alleine zu sein. Es tut nicht weh, neue Menschen kennenzulernen. Und das neue Leben tut vor allem nicht weh. Müsstest du vielleicht die Brille nochmal aufsetzen? Schau mal. Also, wenn die Haare nach hinten liegen, also dann sehe ich es auch besser, gell? Ja. Langt sie oder sollen wir noch ein bisschen stärker machen? Ich finde stark genug, ja. Okay. Und die Lippen passen auch so? Passen oder? Ganz toll. Ja? Mir gefällt's. Okay. Ich sehe gut aus. Das ist die Hauptsache. Fragen wir doch mal die Männerwelt. Ich bin nervös, weil ich ja nicht alles weiß, wie es heute Abend ablaufen wird. Ich wollte auch bewusst gar nicht wissen, was, um mich nicht nervös zu machen. Ich freue mich einfach nur auf diesen Abend jetzt heute. Jetzt ist es endlich soweit. Jetzt kann die Party beginnen. Auch in Dortmund ist man in Feierlaune. Hier findet heute Deutschlands erste Scheidungsmesse statt. Alles, was man vor, während und nach der Scheidung angeblich braucht, gibt es hier. Ein Erstgespräch beim Anwalt, ein Termin bei der Wahrsagerin oder eine Wellnessbehandlung. Herzlich willkommen bei der Scheidungsmesse in Dortmund. 170.000 Scheidungen pro Jahr in Deutschland. Ein neuer, lukrativer Markt. Das hoffen zumindest die rund 20 Aussteller. Wir wünschen uns erstmal Aufmerksamkeit, scheidungswilliger, auch mal einen Tag zu entspannen. Gehört ja auch dazu, ist ja auch eine stressige Lebensphase. Wir haben viele Patienten, die sind einfach zerknirscht, weil sie so einen Rosenkrieg haben. Die leben in der Scheidung, da gibt es Kampf. Wir haben eine Knirscherschiene, damit man einfach die Last von den Zähnen wegbekommt. Das muss ja auch nur vielleicht nur ein halbes Jahr sein. Das ist auch Trauerarbeit. Mit einem Personal Trainer ist wie mit einem guten Steuerberater oder mit einem guten Scheidungsanwalt. Es kann wirklich einen Rosenkrieg geben und es kann wirklich lange dauern. Oder halt mit einem Trainer an der Seite, strukturiertes Training, dreimal die Woche und dann kommt man seiner Figur wieder näher. Mit der Messe will der Veranstalter das Thema Scheidung und Trennung enttabuisieren. Dafür erntete er von der katholischen Kirche scharfe Kritik. Das kann diese Frau nicht verstehen. Sie setzt auf Hyaluronsäure gegen jüngere Konkurrentinnen. Ich habe mich getrennt. Und dann sind immer jüngere Frauen im Spiel und ich denke mal halt einfach, dann ist es auch vielleicht mal ganz gut, wenn wir Frauen dann, die älteren Frauen dann auch ein bisschen was machen. Neben Geschiedenen und Scheidungswilligen zieht die Messe auch Neugierige an. Ich bin vor 10 Jahren geschieden worden, da gab es sowas noch nicht und ich glaube auch nicht, dass ich mir hier jetzt irgendwie Hilfe gesucht hätte, weil für mich war es, such dir eine gute Scheidungsanwältin und sieh zu, dass du da halbwegs heil rauskommst. Halbwegs heil rauskommen wollen auch die Aussteller dieser Messe. Am Ende waren es nur rund 40 Besucher. Ein Misserfolg. Zurück zu Barbara nach Norddeutschland. Sie will allein mit dem Fallschirm in die Tiefe springen. Heute das letzte Training vor dem Ernstfall. Nach so einer präzisen Vorbereitung hat sie sich in ihrer Trennungskrise oft gesehnt. Viele springen ja raus und die Frage ist die, wann hört man mal auf, ne? Und wann bremst man das ganze Ding ab? Viele beschleunigen ja nochmal und machen Stress, das habe ich auch gemacht. Ich hätte das viel schneller beenden können, ne? Ich hatte nicht jemanden, der mir genau sagt, was ich zu tun habe, ne? Jemand zu sagen, auf welcher Höhe bist du? Zieh den Schirm. Wir fangen an mit der Simulation an der Stelle, wo wir bei 1800 Meter sind. Wir geben das No More, indem wir den Kopf schütteln und wir sagen das gleichzeitig. Tu mal, no more. No more. Und pull. 1000. 1000, 2000. Okay, was checkst du, mich oder deinen Schirm? Den Schirm. Okay, dann guck nach oben. Und wie soll der Schirm sein? Hier leider unten. Es darf noch besser werden. Es ist okay, es darf noch viel besser werden. Ich mache hier noch ein paar Mal. Ja, muss noch besser werden. Während meiner Ehe wäre ich nicht bereit gewesen, so eine Ausbildung zu machen, weil
dann hätten mich diese Sachen, die ich jetzt heute hier gehört habe, was so alles passieren kann, die hätten mir einfach viel zu viel Angst gemacht. Und dann hätte ich spätestens, wenn ich hier gesessen hätte, abgebrochen. So, Freifahrhalte, Barbara. Sehr schön, sehr schön. Stell dir vor, du wirfst den Anker und den Anker musst du loslassen, sonst bremst er das Schiff nicht, richtig? Also lass das Centiplor dann auch los, wenn du es wirfst. Wir fangen an, also los. Der Fall wurde erst dadurch beendet, dass wir eine klare Regelung getroffen haben, wie wir das miteinander organisieren, aus finanzieller Sicht, diese ganzen Unterhaltsfragen, Kindesunterhalt, geteiltes Sorgerecht, Umgang mit den Kindern. Das war dann diese existenzielle Sicherheit, die ich in dem Moment wieder hatte. Und dann war der Fall gestoppt. Ein 7, no more. Ein 6. So, 1000, 2000, 3000, Checktausend. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ich bin froh, bei allen Schmerzen, die es mit sich gebracht hat, was auch heute vielleicht noch ein bisschen wehtut, ist trotzdem eine tiefe, tiefe Dankbarkeit, dass ich heute jetzt die Sachen erlebe und leben kann, die ich früher gespürt habe, nur nicht gelebt habe. Wunderbar. Die Ausbildung hat sie bestanden. Doch steigt sie morgen wirklich ins Flugzeug? Puls geht. Ruhig bleiben. Ich habe großen Respekt davor. Am Amtsgericht in Ahrensburg trifft sich Richterin Inga Jensen-Buchholz heute Abend mit Anwälten, Jugendamtsmitarbeitern und Sachverständigen. Sie alle wollen sich im Modellprojekt Ahrensburger Praxis dafür einsetzen, dass Scheidungsverfahren friedlicher ablaufen. Zum Wohle der Kinder. Die Ziele jetzt vom Arbeitskreis, die so entwickelt worden sind in den letzten 5 Jahren, sind einmal, wie kann ich das Verfahren gut führen, damit es weniger belastend ist? Wie kann ich dafür Sorge tragen, dass nicht schmutzige Wäsche gewaschen wird, weil wir einfach wissen, dass wir deeskalieren wirken wollen? Wir wollen, dass die Eltern ihre Verantwortung wieder übernehmen. Dafür können alle was tun. An diesem Abend kommen rund 30 Teilnehmer. Hier im Arbeitskreis und vor Gericht empfinden sie sich nicht mehr als Gegner, sondern als Verbündete. Das Familiengericht Ahrensburg. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu dem ersten Arbeitskreis in diesem Jahr. In den Anhörungen kooperieren die Beteiligten miteinander. So bringen sie die getrennten Eltern schneller dazu, eine gemeinsame Lösung für ihre Kinder zu finden. Früher wurde mehr gerichtet als geschlichtet. Aber das war nie mein Weg. Wir sollen auf ein Einvernehmen hinwirken. Das können wir ja nicht, indem wir mal sagen, der eine Elternteil kann mal kurz 3 Minuten Statement abgeben und der andere auch und dann entscheide ich das mal flott. So erreicht man es ja nicht. Also muss man sich die Zeit nehmen und man muss gut zuhören. Und man muss sich gegebenenfalls Hilfestellungen über Sachverständige holen, wenn man nicht weiterkommt. Die Scheidung als neue Situation. Für diese Menschen ein erfolgreicher Weg zu mehr Frieden im Gerichtssaal. Wir wollen ja auch das Verfahren so gut führen, dass hoffentlich dann auch die richtige Entscheidung dabei rauskommt und die Menschen nicht in Verzweiflung stürzt. Man ist häufig auch gefangen in seiner Profession, dass wir Anwälte uns über die Jugendämter aufgeregt haben. Die Jugendämter haben sich regelmäßig über die Anwälte aufgeregt und alle haben sich über die Richter aufgeregt. Das konnte durch diesen Arbeitskreis wirklich positiv aufgebrochen werden. Diese Verfahren, die hier laufen, ja, wirklich, also ich will jetzt nicht sagen zu 100%, aber wirklich, also gefühlt zu 100%, wirklich in der ersten Instanz abschließen können durch eine Vereinbarung, die für alle Beteiligten einen Gewinn darstellt und insbesondere für die Kinder, denn die müssen wir immer im Fokus haben. In München. Gleich beginnt der ökumenische Gottesdienst für Geschiedene und getrennt Lebende. Auch die geschiedene und alleinerziehende Mutter Christine Riedmann ist dabei. Von der Scheidung ist immer was übrig. Es ist ein Teil meines Lebens. Es wird ja nie weggewischt oder ausgelöscht. Aber man versöhnt sich eigentlich immer mehr damit aus. Ich mag den Satz nicht,
Krise als Chance. Ich drehe ihn immer um, Chance als Krise. Denn Wüstenzeiten können eine ganz klärende Distanzerfahrung sein, die mir helfen, mich selbst wahrzunehmen. Mach die Augen auf, die deine Tränen gereinigt hat. Lass dein Herz wieder schlagen. Du warst am Boden, aber du bist nicht am Ende. Nimm den Himmel in der Wüste wahr. Nirgendwo ist dieser Himmel klarer und sind die Sterne zahlreicher. Da habe ich so das Bild, ja, ich bin in der Oase in einer Wüste. Ab und zu kommt man dann wieder raus in die Wüste. Das ist ja dann eigentlich ganz normal, das alltägliche Leben. Aber letztendlich habe ich gelernt, die Oase in der Wüste für mich zu finden und immer wieder zu mir zurückzufinden. Die Gemeinschaft hilft Christine dabei. Hier fühlt sie sich geborgen. Für eine neue Beziehung ist sie noch nicht bereit. Doch allein fühlt sich Christine heute nicht. Es kommen immer wieder Situationen, wo man das Gefühl hat, man verdurstet und man braucht etwas für sich. Und ich sehe das auch symbolisch dafür, mich selber aufzufüllen. Das eben nicht vergesse, weil man das im Alltag sehr leicht vergisst, etwas für sich selber zu tun. Durch den Gottesdienst und die Treffen mit anderen Alleinerziehenden hat sich Christine mit der katholischen Kirche versöhnt. Ich bin heute glücklich darüber, dass ich den Weg gegangen bin und denke und ich hoffe, ich habe es die Scheidung dazu benutzt. Ich habe sie ins Positive gekehrt. Ich bin eigentlich ein anderer Mensch geworden, erwachsener auch, und ich würde sagen, zu mir selber gekommen. Der Gottesdienst hat Christine getröstet, geschieden und glücklich. Die geschiedene Münchnerin Claudia findet Trost bei ihren Freundinnen und mit einer professionell organisierten Scheidungsparty. Auf dich, Claudia. Auf euch, schön, dass ihr da seid. Wir wünschen dir alles Liebe und Gute. Dankeschön. Schön, dass ihr mit mir feiert. Ja. Mit ihren drei engsten Freundinnen will sie ihren Neuanfang feiern und sich bei ihnen bedanken. Sie waren in der Krise Tag und Nacht für sie da und haben ihr geholfen, ein neues Leben aufzubauen. Ich wünsche dir eine neue Liebe. Was heißt hier eine neue Liebe? Jetzt tun wir Claudias Brautkleid verändern. Das heißt, wir schneiden ganz außen rum. Der ganze alte Zopf muss ab. Okay, wow, das schöne Kleid. Das hättest du mir geben können. Nö. Du hättest schon schwimmen können. Du darfst das letzte Stück. Jawohl, gleich. So. Aber ich finde das nicht schlecht. Damit kann ich es auch wieder anziehen. Das stimmt. Du weißt was? Und alles muss es nur einziehen. Momentan fühle ich mich auch, wie wenn irgendwas von mir abfällt. Wie wenn so, jo, jetzt ist Schluss mit dem Alten und jetzt beginnt das Neue und jetzt ist, jo, ich kann es behalten, ich kann es anziehen. Ohne Wehmut, ohne allem. Momentan fühle ich mich wie 16. Losgelassen. Ja. Vollkommen egal, was jetzt passiert. Mach mal lauter. Mit ihrem Ex-Mann hat sich Claudia mittlerweile versöhnt. Und sie hat sich neu verliebt. Möchte sie noch mal heiraten? Momentan ist eine Ehe für mich nicht wichtig, weil ich eine Beziehung noch anders ausleben kann. Es sollte nicht mal mein Mittelpunkt sein. Mitunter auch mit der Angst, von wegen sich wieder aufzugeben. Durch Ehe gibt man sich vielleicht ein Stück weit eher auf. Oder passt sich eher an. Weil es Trennen schwerer ist. Claudia bekennt sich an diesem Abend öffentlich dazu, geschieden zu sein. Bloß keine Schuldgefühle mehr. Ohne Wehmut will sie jetzt in ihr neues Leben starten. Auch mal zu zeigen, was man hat, das körperlich auch wahrgenommen zu werden, ist mir sehr wichtig. Und das war
weg. Es war gar nicht mehr vorhanden. Und ich will sexy sein, ich will wirken. Ich will schon an, dass das Männer sagen von ihm, oh, da ist noch Feuer dahinter, dass man dieses Feuer auch sieht. Ja. Auch Barbara hat letzte Nacht kaum geschlafen. Tausendmal ist die geschiedene Mutter ihren Fallschirmsprung im Kopf durchgegangen. Nun wird es ernst. Sie will zum ersten Mal allein aus dem Flugzeug springen und ihre Angst vor dem freien Fall endgültig überwinden. Der Puls steigt. Also jetzt fängt's an, jetzt merke ich's. Jetzt kommt die Aufregung. Und jetzt geht's darum, die Gefühle flach zu halten. Und die Prozedur im Kopf zu haben. Voller Fokus auf die Standardprozedur, aufs Funktionieren. Alles andere schalte ich jetzt ab. Während ihrer Ehe stand Sicherheit ganz oben auf Barbaras Werteskala. Die Scheidung war ein Sprung ins Ungewisse. So wie dieser Fallschirmsprung. Für mich ist das Thema Unabhängigkeit oder Freiheit eins meiner höchsten Werte geworden. Und ich bin davon absolut überzeugt, dass eine gute Beziehung, die lange hält, auf Unabhängigkeit und auf Freiheit aufbaut, um auch in einer Beziehung weiter wachsen zu können, statt sich gegenseitig eng und klein zu machen und zu begrenzen. Es war so geil. Es lief genau so, wie es 30 Mal im Kopf abläuft. Also ich war perfekt vorbereitet. Und klar war die Aufregung da gewesen, aber es ist so irre. Grandios! Ich will gleich nochmal springen.